Herzlich willkommen im Rappexpert Trainingssender. Heute geht es um Pfeif- und Zwitschergeräusche, die aus der Kupplungsglocke kommen. Betätigt man leicht das Kupplungspedal, gehen sie weg. Was es damit auf sich hat, das zeige ich euch heute. Die Geräusche entstehen, wenn die Vorlast im Ausrücksystem fehlt. Durch das leichte Betätigen des Kupplungspedals wird eine Vorlast simuliert. Aber vielleicht soll ich euch erstmal erklären, was man unter Vorlast versteht. Durch die richtige Vorlast wird das Ausrücklager in Ruhelage konstant mit 8 bis 10 Kilogramm an die Kupplung gedrückt. Damit wird sichergestellt, dass der Anlaufring immer Kontakt zu den Tellerfederspitzen hat und mit der gleichen Geschwindigkeit wie die Druckplatte dreht. Wenn die Vorlast fehlt, entsteht eine Drehzahldifferenz an der Druckplatte und dem Anlaufring. Der Anlaufring schleift dabei über die Tellerfederspitzen und verursacht die Geräusche. Es kann im Laufe der Zeit dabei so viel Material abgetragen werden, dass die Tellerfederspitzen abbrechen und die Kupplung ausfällt. Die Reibung verursacht zudem noch Hitze. Dadurch verflüssigt sich das Fett im Lager. Es verliert seine Schmierwirkung. Dabei läuft das Lager trocken und verursacht dann noch zusätzliche Geräusche. Tja, was ist jetzt beim Austausch der Kupplung zu beachten? Die Kraft der Vorlast geht meist im Ausrücksystem verloren. Deshalb ist es wichtig, dass hier alles leichtgängig geht. Das geht von Ausrücklager, Ausrückwelle, Ausrückhebel. Hier sollte keine Schwergängigkeit vorhanden sein. Im Zweifelsfall sind die Teile zu erneuern. Hier auch schön zu sehen, wie hier die Vorlast erzeugt wird. Sie wird durch eine Feder im Kupplungszylinder erzeugt. Bei Systemen mit Zentralausrücke ist hier auch eine Feder im Zentralausrücker verbaut. Was weiterhin zu beachten ist, ist die Schmierung auf der Führungshülse. Haben wir ein Ausrücklager mit Kunststoffmuffe, darf diese nicht gefettet werden. Bei einem Ausrücklager mit Metallmuffe muss gefettet werden. Kommen wir nochmal zu diesem Fall. Hier war die Vorlast zu gering. Wahrscheinlich war das Kupplungsspiel falsch eingestellt oder der Ausrückhebel oder die Welle schwergängig. Dadurch sind die Tellerfederspitzen eingelaufen. Und jetzt nochmal zum Thema Fett. Verwendet bitte das richtige Fett an der richtigen Stelle. Die Devise ist, weniger ist mehr. Bei zu viel Fett kann sich Schmutz auf der Führungshülse bilden. Das führt wiederum auch wieder zum Klemmen des Ausrücklagers und zur fehlenden Vorlast. Deshalb achte darauf, dass er das richtige Fett an der richtigen Stelle verwendet. Das war's für heute aus dem Rappexpert Trainingscenter. Jetzt wisst ihr, welche Auswirkungen eine falsche Vorlast hat und was zu beachten ist. Also, tschüss und bis zum nächsten Mal.